Servus, liebe Kinderautoren, schön, dass ihr wieder da seid. Ihr seht ja, ich habe mir den Schattenplatz gesucht, weil es so heiß ist. Da gibt es nur eines: Chillen und Grillen. Und zum Grillen, da braucht man einen Grillstock und den schnitzen wir uns heute mit einem Stock und einem Taschenmesser. Man braucht sie nicht dazu, und zwar in Form von einem Sägefisch. Ich zeige euch gleich, wie es geht. Auf geht's! Zuerst schnitzen wir unserem Sägefisch seinen markanten Sägezahn. So, jetzt schnitzen wir unserem Sägefisch diese markanten Sägezacken. So, und jetzt runden wir hier schön den Stock ab, damit das der Kopf von unserem Sägefisch erkennbar wird. Gut. So, und jetzt schnitzen wir hier die Schwanzflosse langsam heraus. Das ist dann der Kopf, der Körper, der Übergang, und hier kommt die Schwanzflosse her. So, jetzt schnitzen wir die Schwanzflosse und den Übergang von der Schwanzflosse zum Körper von unserem Sägefisch. Unser Sägefisch, die markanten Finnen, indem wir hier oben reinstechen, mit dem Messer einen Schlitz machen und dann einen dicken Span reinschieben. Und das Ganze machen wir dann auch an seinem Bauch. So, liebe Kinderautoren, wir sind dann fertig für heute mit unserem tollen Sägefisch. Der ist wunderbar, wenn ihr da Würstchen aufspießt. Da seid ihr absolut der Star damit an jedem Lagerfeuer. Probiert es aus, ihr braucht nur ein Messer, ein Holzstock und fertig. Also viel Spaß damit, probiert es aus. Ich freue mich, wenn ihr uns aber an unserem YouTube-Kanal abonniert, wenn ihr uns liked und immer auf kinderautor.de reinschaut. Wir haben die Ideen und wir machen das Ganze selber und kupfern nichts ab. Führt euch, macht es gut, servus, euer Uli.